Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ghost Recon Wildlands. Und bevor wir hier anfangen, hole ich mir mal noch die Waffenkiste. Lukas ist auch dabei. Hallo. Max auch. Hast du dir denn hier das Dokument schon geholt? Ja. Gut. Hier ist noch ein Bonusorden in dem komischen Land über uns. Das ist Bonusorden, verringert die Chance von Feinden mit 5% entdeckt zu werden. Okay. Klingt ja gar nicht so schlecht. Aber unsere Schleicheinsätze gehen doch eh immer schief. Ja, das ist voll gut. So. Ich habe den Sender aktiviert. Echt? Schrotflint ist ausgerüstet, zwei Autos kommen. Drei Autos kommen. Ja, gut, drei jetzt. Dann bestelle ich hier mal Verstärkung. Die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Sicher, Amigo. Schicke einen Kampftrupp. Hey, jetzt stehen die da hinten. Das kann ja nicht sein. Kommt, Rebellen. Kommt denn jetzt wird hier schon geschossen. Ja, das erste Auto ist schon da. Die sind aber, glaube ich, jetzt ausgestiegen oder so. Ah, die fahren jetzt voll in die Gruppe Rebellen rein. Ach du Scheiße. Ne, die sind schon tot. Also nicht die Rebellen. Ah, jetzt kommen sie hier. Lade nach. Ich sehe hier gar nichts. Jetzt kommt noch das schwere Auto da hinten. Mach dich fort. Hat sie getroffen? Ich bin tot. Warte, ich komme. Das will ich hoffen. Alter, wie dieses hier wer verzieht, vor allem. Hilfe! Hau doch ab! Hilfe! Hilfe! Aber hat das so lange gedauert? Kommt jetzt noch was? So, das war's. Klasse. So. Rufen wir einen Hubschrauber. Bowman hat bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Wo sehe ich denn, wo der Hubschrauber abgestellt wird? Hier hinten, links, da lang. Das sollte die Moral da vorne steht er. Hä, warum ist denn der so weit weg? Es ist jetzt immer. Das ist ein Schwachsinn. Einfach ein Fuchs. Ich will überlasse das unserem so, wo Profi-Pilot. Du jetzt hin? Hallo? Bitte? Wo du jetzt hin wolltest? Ich wollte ins Gebiet. Ah, warte, wir holen mal hier noch die Diegel. Welche Diegel? Ach, die. Können aber dann auch noch den Konvoi holen. Ja, sitzt du denn an der richtigen Position, ne? Ja, dann lass mich aussteigen und dann... Ja, das fahren wir erstmal zu A. Dann kannst du nachher richtig einsteigen. So, bei B war jetzt der Konvoi, ja? Ja. Ja. Stadt Libertad. Ich habe mittlerweile übrigens auch die Svenjo-Mission. Also könnten wir das in einer der nächsten Folgen machen. Wird ja auch Zeit, dass du die mal kriegst. Soll ich hier gleich landen? Warte mal, wir werden entdeckt die ganze Zeit. Ja, aber ich. Das ist ja jetzt. Scheiße. Das ist halt scheiße gelaufen. Vor allem, wir wurden noch nicht entdeckt. Ich habe Pakatari um Verstärkung gebeten. Hab die Rebellen um Ablenkung. Mach mal hier das Funkgerät aus. Wo ist denn der hier, das Scheißstörsender? Zweites Ziel da drüben. Da hinten.
Schalldämpfer ausgerüstet. Hä, vor allem hier steht gleich so ein Soldat daneben. Den müssten wir eigentlich nochmal umbringen. Habe ich schon. Ich sehe eine Waffenkiste. Ach, hier steht auch noch einer. Der Tango ist hin. Das ist die geilste Feindbasis ever. Die kriegen es nicht mit, wenn hier ein Heli drin abstürzt. Sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Geil, wir haben eine riesige Kiste für so eine kleine Diege. Wir gehen hinten raus, würde ich sagen. Ja, wo ist der? Mach jetzt hier nicht noch groß hier. Oh Gott! Bei mir. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Gibt's hier nicht einen Heli oder so? Wir wurden entdeckt. Scheiße. Da ist ein Scharfschütze. Ah, toll. Komm, 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 komm. Hast du die Rebellen um mein Fahrzeug gebeten? Jetzt haben die den Heli hier hinten hingestellt. Wo der? Aufs Schluchfeld. Auf welches? Vom, von der Basis? Oder wie? Hallo? Ja, ja. Na, dann lass uns doch da hingehen. Nein, ja, die haben die gerade zerstört. Quatsch. Schießen die jetzt mit dem Mörser nach uns? Ja, ja. Ich wüsste nicht mal, treffen, wo wir gerade sind. Ja, irgendwie im Wald, ne? Ich glaube, ich stehe im Wald. Ja, aber hier irgendwo muss ja gleich ein Heli hinkommen können. Hier können wir noch einen hinstellen. Wir müssen nur weggucken. Und du glaubst, dann kommt einer? Warum jetzt ist er hier hinten irgendwo? Ja, wie siehst denn du das immer, wo der Spawn? Ja, bei mir blinkt er ganz kurz auf. Okay, bei mir irgendwie nicht. Hier steht ein Hirsch. Hier steht der Heli. Geradeaus. Irgendwo. Da. Also 2 Kilometer weg. Oh Gott, was war denn das? Was denn? Hat gerade so ein Radrich gehabt. Ich sitze jetzt gleich an der richtigen Position und führen. Gucken wir mal, wo hier der Überfall ist. Was wolltest du jetzt machen hier? Medikamente fährt hier rum. 5000. Nee, das, nein, das meine ich eigentlich nicht. Hier war eigentlich noch ein, noch so ein Öllast. Aber wir fahren jetzt hier hoch. Zu dem. Da ist der Bonusorden und da ist auch nochmal Funkausrüstung. Funkausrüstung kann man nie noch haben. Also B jetzt, oder was? Warte. Ja, guck mal, hier, hier ist ein Konvoi. B. Wollen wir den noch schnell machen? Lass doch den Schnapp schnell machen. Wenn wir hier einmal sind. Hier ist doch ein Heli oben in der Luft. Ja, jetzt also, wird es natürlich nicht. Ja, Ja, mit einem Granatwerfer schießen. Ja klar, mit dem Granatwerfer. Der bringt irgendwie nichts. Ja, ich dachte, doch, du schießt auf den Heli. Weil ich, kann den Heli so nicht treffen. So wie du hier fliehst. Alter! Oh Gott, das Scheiße! Wir sind grad down! Ich bin noch nicht down. Ich schon. Oh Gott. Das bisschen. Wo bist du denn? Schief hier. Ja, ich bin tot. Ich wurde hier aus der Mission rausgeschossen. Ich bin im Ladebildschirm. Warte, komm schnell, steig ein. Ich bin im Ladebildschirm. Wann bist du denn da? Ja, Lukas, ich muss jetzt weg, ich muss jetzt weg. Tschüss. Gott, ich fliehe hier aber auch jetzt ganz schöne Kurven, pass auf jetzt. Muss ich jetzt wissen, wo der hinfliegt, hier vorne. Kann sich irgendwie bei mir absetzen lassen? Lukas, wie soll ich das denn entscheiden? Ich werde gespawnt, wo ich gespawnt werde. Oder war das bisher irgendwann mal anders? Um Gottes Willen. So, jetzt bin ich bei 95%, 100. Und
Ich weiß nicht, wo du bist. Du bist fast 1 Kilometer von mir entfernt. Ich bin hier an der Stelle, wo die beiden Helis abgestürzt sind. Sorry, aber ich brauche einen raus. Schönes Ding. Ah, ich hab's noch geschafft. Super. Besser Sie haben es als das. Boah, das war aber knapp. Ich bin fast dabei drauf gegangen. Vor allem in dem Moment, wo ich den markiert habe, ist der Dings explodiert. Soll ich dich abholen kommen? Ja. Hast du das jetzt auch bekommen? Ja. Allerdings 2500, glaube ich noch. Ja, ich auch. Weit zu 0 für Paris Saint-Germain. Echt jetzt? Ja. Das Spiel läuft aber gar nicht so lange, oder? 31 Minuten. Ja, aber da schon 2 Tore ist ganz schön viel. Nehmen wir den hier, oder? Der hat Waffen, ja. So. Wo sind jetzt hier Bier? Ach hier, okay. Das würde ich sagen, machen wir noch mit. Dann haben wir nochmal die Möglichkeit, auch nochmal diese komischen Funkausrüstungssachen zu machen. Ja. Ja. Ich könnte jetzt Batterie endlich fertig machen. Ach komm, machen wir unendliche Flugdauer endlich fertig. Ich finde das auch irgendwie ein bisschen absurd, dass man so das nach und nach steigert und am Ende ist es ja unendlich. Was ist das für eine Batterie? Ja, eine tolle. Das ist eine richtig tolle Batterie. Was ist denn das hier für eine Mission? Ist das so Hubschrauberklauen oder so? Ja, Hubschrauberklauen. Ah, da müssen wir doch wieder aufpassen, wen wir da als erstes erschießen müssen, ne? Das ist vollkommen korrekt, ja. Hey, wir sind aber noch 1,8 Kilometer weg, oder nicht? Nee, ist richtig. Ich gerade, wo ich meinte gerade hier Dings wurde. Ich wollte schon Sarah. Ich pack die Drohne aus. Komm, Drohne raus hier. Überwacht den Straßenverkehr. Ich hab einen Piloten gesehen. Wer ist denn der Pilot? Der mit dem Hut. Ja, aber markier ihn doch mal, wenn du schon gesehen hast. Der hier. Ja. Ich sehe einen Generator. Ziel Nummer 10 da. Verstehe auch immer nicht, warum der sagt, ich habe hier mal einen Typ mit Maschinenpistole. Haben die nicht alle vier Maschinenpistolen? Weiß ich nicht. Ich habe einen kapitulierenden Feind getötet. Wie? Ja, das stand hier. Ich ruf die Rebellen zur Wahrscheinlich Ablenkung. Hat sich der Pilot ergeben. Feind am Boden. Ach, geht mir doch nicht aufs Schwein. Das Schwein. Was knallst du denn hier schon? Ja, hier hinten ist doch so ein Stern. Alter, jetzt ist der Heli bei mir erst abgestürzt. Echt jetzt? Ja. Ich hab's aber auch nochmal gehört irgendwie. Yeah.
Max, du wirst gleich von hinten überrascht. Ja, dann schießt du doch mal ab, wenn du ihn siehst. Nee, ich hab den auf der Karte gesehen. Ach so. Hilfe. Ach, jetzt bin ich hier im falschen Haus drin. Voll den Arsch geschossen. Geht's denn hier rein, bitte? Wahrscheinlich müssen wir den Heli jetzt wieder über die halbe Karte fliegen. Kann durchaus passieren. Ja, wir haben aber hier zwei Akten. Ja, die eine habe ich schon eingesammelt, die zweite habe ich übersehen. Der Bolivia Butcher im Block. Ausgerechnet jetzt kommt hier noch so ein Konvoi lang. Ja, vor allem, wir müssen jetzt aber nur 150 Meter hierfür fliehen. Das ist nicht schlecht. Nö, auf keinen Fall ist das schlecht. Punktlandung. Helis plündern ist mein Hobby. Hua! So. Was machen wir gleich noch den Konvoi? Unterstützungsaufwertung. Ja, wir machen gleich noch den Konvoi. Ja. Und danach machen wir. Theoretisch bräuchten wir halt, wie gesagt, noch die Ablenkung und nochmal. Jetzt schießen, schießen! Wo ist denn das? Ja, unter uns. Okay, ich hab's verkackt. Ich hab grad auf der Karte geguckt, wisst ihr? So schön. So, ich sehe jetzt noch nichts, du musst dich mehr drehen. Die andere Seite drehen. Ja, ich muss ja erstmal ranfliegen. Bringt ja nichts, ja. Wenn ich mich drehe und der Konvoi weggefahren ist. Okay, hinteres Auto ist tot. Jetzt haben wir aber der Unidad am Arsch. Es wäre schön, wenn wir davor fliegen könnten, damit ich auch nur das... Überall Bäume. Oh Gott. Du flieg höher, das ist nicht so schön. Ja, ich sehe auch nichts mehr, weil ich Rauch hier im Blick habe. Kannst du vielleicht normale Schüsse auf den LKW abfeuern? Ja, warte kurz einen Moment. Ne, kann ich gerade nicht. Weil ich sehe nichts. Ich auch nicht. Mehr drehen. Linksrum. Müssen wir jetzt runter? Oh Gottes Willen. Das ist so scheiße hier einfach. Warte mal, ich versuche mal ein bisschen vorauszufliegen. Das wäre eine hervorragende Idee. Oh Gott. Wieso verfuckt uns denn so ein scheiß Heli? Steig ein! Fahr vor! Ja, wie soll ich denn vorfahren? Vorfliehen! Wir werden ja Schindemann gehen, ne? Ja, ach was! Ich kann aber nicht nach hinten schießen. Jetzt ist okay. Raus. Das ist viel Sprit. So, du dummes Dreckschwein. Tschüss. Alter! Wieso ist und noch eine Granate drauf. Explodiert. Machen ja alles zunichte. So. Was können wir denn jetzt noch machen? Abgeschlossen. Puh.
Funkausrüstung. Langer Lauf. Oh, guck mal, wir haben einen Heli direkt hier. Ah, hier ist der lange Lauf fürs Schrotgewehr. Das können wir vielleicht mal noch holen. Aua, ach Gott, dieser Scheißzahn, ey. Ich mach das. Ich Was wir in jedem Falle noch bräuchten. Ja? Können wir diese Folge noch machen? Ist wie gesagt einmal eine. Nochmal eine Mörseröffwertung. Eine Mörseröffwertung und eine Ablenkungsöffwertung. Na gut. Das wäre wichtig. Es findet sich beides nicht im näheren Umkreis. Müssten wir in den Bereich. Okay, wir werden irgendwie hier sehen. Ich bin ja auch mitten im Gebiet gelandet hier. Was, warum sagst du auch nicht Bescheid? Ja, warum guckst du denn nicht mal, was wir hier machen? Ich gucke vielleicht auf die Karte. Wenn ich sage, ich gucke hier auf die Karte, dann ist da was und das da was. Dann wäre es schön, nicht einfach irgendwo rin zu fliegen und mich sterben zu lassen. Hilfe. Da kommt ein Auto. Ja, ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Aber, ja. Da stand der Heli im Weg und ich konnte nicht schießen. Alles klar. Alles klar, kann ich dann aber. Ist aber auch immer wieder faszinierend, wie die Verstärkung innerhalb von 2 Sekunden anrückt. Bestell lieber Ablenkung. Ich habe alles bestellt. Ich habe sogar noch eine Aufklärung gemacht. Und jetzt laden wir hier wieder 3 Stunden. Oh, das ist nervig. The Elder Scrolls 4 ist Skyrim, oder? Nee. Oblivion ist das, wa? Ja. 5 ist Skyrim, oder? Ja. Okay. Warum? Nur so. Ich mach den Tiermodus wieder an. Die Drohne ist oben. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Die Rebellen kommen und lenken sie ab. Hab die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Hab die Rebellen um Mörserfeuer gebeten. Irgendwas ist verdächtig. Das hat sich schon erledigt. Super. Hier ist eine Waffenkiste. Das wollte ich schon immer. Gleich mal ausrüsten. Schadensaufwertung. So, nee, das lohnt sich hier überhaupt nicht. Ich kriege einfach kein Heli ran. Das Schwein wehrt sich. Das kann ich so okay, nicht zulassen. Diese Pistole ist auch scheiße. Also kommt jetzt gar kein Heli, oder wie? Also ich habe kein Heli bis jetzt bestellen können. Vielleicht kannst du es versuchen, also ich habe es nicht hinbekommen. Hat Pakatari um ein Fahrzeug gebeten. Da ist er. Boah,
Warum geht denn das bei dir und bei mir nicht? Sieht nicht. Ich glaube, Pakatari mag mich. Nein, jetzt bin ich gleich auf der Seite. Hast du hier irgendwo was gefunden, wo Mörser ist? Also hier wäre theoretisch Ablenkung. Hier? Warte. Hier. Wäre Ach, Ablenkung. Da unten, okay. Aber wir könnten uns auch an einen anderen Punkt setzen. Ich hab jetzt hier in bei... Also flieg mal hoch, wir werden... Ja, ich bin doch schon dabei. Wir könnten theoretisch auch uns irgendwo hin... Ja gut, das können wir aber so machen, wie das jetzt... Wir fliegen jetzt hier runter, holen was, das. Was ist denn hier die runter? Ablenkung. Also B. Zu B. B. Dann fliegen wir zu deinem und dann machen wir noch die andere Ablenkung und dann haben wir da Stufe 3, dann könnten wir theoretisch noch einen Mörser machen, dann haben wir auch Stufe 3 Mörser und dann sind wir fertig. Alles klar. Das dauert hier aber auch wieder. Eli. Fährt er da runter? Ist das da schon hinter dem Hügel? Um Gottes Willen. Was denn? Dann. Muss jetzt nochmal hier hoch drüber und nochmal drüber. Nee, glaube ich fast gar nicht. Na gut, ich weiß noch nicht, welchen Hügel du meinst. Hier vorne, wo der Sendemast draufsteht oder so, was das auch immer ist. Ist der Heli irgendwie langsamer geworden oder so? Vor allem Ort entdeckt bringt 24 Punkte. Hoch! Ja, ich seh's doch, wo ich lang so, ich habe immer Angst, dass du vielleicht gerade abgelenkt bist, wenn wir verjähen Dinge krachen. Keine Sorge, der Heli hält ein bisschen aus. Nee, eigentlich nicht. Ach, jetzt weiß ich, was das ist. So, jetzt müssen wir ganz kurz hier gleich rechts irgendwo. Warte. Das hier. Runter, links, links, runter, 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 runter. Hier links, das ist es. Ich sehe überhaupt nichts. Rechts. Jetzt ist rechts. Rumdrehen, rumdrehen. Hä, was suchen wir denn hier überhaupt? Eine Antenne, rechts, die Antenne. Antenne rechts, ja. Oh Gott, jetzt lässt sich der Heli nicht mehr steuern. Deaktivieren sich die erste Antenne. Ich glaube, wir werden ja mit heftiger Jenseitsrechnung haben. Nee, das ist so ein wieder was gegen die Zeit, da müssen wir zur zweiten Antenne fliegen. Das, obwohl das dann wahrscheinlich nicht mehr, ja. Ja. Aber du hast das Ziel jetzt drauf, ja? Ja. Plus ist der Heli kaputt. Seit wann reagiert er denn so empfindlich darauf? Wir kommen hier nicht mal vorwärts mit dem Mistding hier. Ich glaube immer noch schneller als mit dem Auto. Ich glaube, das war wieder nur eine enorme Strecke. Ich glaube, hier ist nicht mal groß. Doch, hier ist groß gegen mir. Oh Gott, magst du aussteigen? Ja, ich bin auch schon dabei. Ich bin tot. Mache hin. Die Zeit. Ach, das dauert doch nicht so lange. Ich wusste nicht, ob du die schon getötet hast oder nicht. Super, jetzt können die Sicarios keine Rebellenposition mehr senden. Na gut, haben wir einen neuen Heli, ja? Ich weiß nicht, ob du einen neuen bestellen kannst. Hier ist ein neuer Heli. Steht, okay. Von hier ist ein neuer Heli. So, jetzt muss ich das alte wieder markieren. Mörser. Mörser. Das habe ich ja gar nicht so gesagt. Morgen. Sehr. Ist die Frage, auf was lege ich jetzt Wert? Auf Explosionswiderstand?
Also wird ja nicht mit Granaten nach uns geworfen, oder? Na, aber wenn jetzt mal ein Auto zum Beispiel explodiert. In meiner Nähe. Oder die Panzerung der Drohne. Ja, auf die Drohne, die sollte ja eigentlich nicht entdeckt werden. Also. Oder lautloser Lauf. Lautloser Lauf würde ich machen. Lautloser Lauf? Ja. Zwar völliger Quatsch. Warum? Weil wir nicht schleichen können. Nicht. Na, das ist ja auch trotzdem. Du kannst dich ja trotzdem ein bisschen von hinten an die Leute ranschleichen. Diese Mausoleen sehen neben den anderen geradezu niedlich aus. Sie bauen sie für ihre Buchones. Ich habe genug Ego, um zu sagen, dass ich sowas auch will, wenn ich tot bin. Was bist du, ein Zier? Ich kenne nämlich keine Profis, die sowas wie das hier brauchen. Raus! Oh, hier sind ja böse überall. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Oh Gott, hier sind ja Menschen. Um Ablenkung gebeten. Ich habe ja. Katari um Verstärkung gebeten. Ich weiß noch nicht wo. Ja, wo ist denn der Typ? Muss da irgendwo einer sein? Ich guck halt in den Häusern. Oder ist hier wieder so ein Bergwerk? Oh ja, hier ist ein Bergwerk. Hier gibt's Informationen. Que paso? Können Sie mir einen Tipp zum Kartell geben? Mit gracias. Viel Glück. Geil. Wer hat denn jetzt unseren Heli zerschossen? Aller Voraussicht nach Mensch. Wieso hat der so eine Sturmhaube hier auf? Seit wann haben denn Rebellen Sturmhauben auf? Das habe ich ja noch nie gesehen. Kommt ein Heli? Komm zurück, ich habe gedacht, hier ist so ein Nest, weißt du? Alter, was ein Snipe. Ich würde sagen, nicer Schuss. Hier unten ist eine Waffe drin. Oder ein Zubehör jedenfalls. Ja, Was sind wir denn überhaupt? Kurzer Lauf fürs MG, okay, Mensch. Ach, hier ist DJ Perico, Junge. Granate fliegt. Wenn das hier vorbei ist, ist auch diese Folge vorbei, würde ich sagen. Ach schon? Ja, wir sind schon bei über 30 Minuten. Ja Mensch. Zwei. Eins. Das war's. Das sollte die Rebellion anheizen. Tja, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Oh, Tier verfügbar, Tier 49. Ich bin Tier 49, Tiermenü. Was mache ich jetzt? Stufenaufstieg aktivieren. Habe ich gemacht. So, und jetzt bekomme ich doch hier so... Maske Maul. So, Nachschubpaket für jedes Laus. Nicht schlecht. Ui. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.